Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man einen Staffelhintergrund mit Affinity Photo optimiert. Also an diesem Ort war ich ca. 10 bis 15 Mal in dem Urlaub, jeden Morgen, um ein bestimmtes Foto machen zu können. Es hat nicht geklappt, aber ich erkläre euch mal, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte einen Staffelhintergrund fotografieren. Das geht nur morgens oder spät nachmittags, nämlich im Gegenlicht. Das war das erste Problem, weil das Licht nicht von hier kommt, sondern so von schräg seitlich. Und man braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit und Dunst. Und dann erreicht man, dass Schicht für Schicht das Ganze ein bisschen dunstiger wird. Jetzt hatte ich das Problem, das Ganze ist weit weg. Ich habe es mit meinem Tele voll rangezoomt. Hier oben sieht man auch, ich habe ein ziemlich großes Tele. Habe ich voll rangezoomt und dann lässt natürlich auch die Lichtstärke nach. Also das Bild ist so erstmal nicht gut geworden. Mir hat auch einer gesagt, so eine Bilder, wenn die aus der Kamera kommen, die werden gleich weggeworfen. Nein, habe ich nicht. Man kann es noch korrigieren. Ich werde es mal zeigen. Und zwar erstmal ein Blick aufs Histogramm. Man sieht nämlich sofort, dass es flach ist. Mit anderen Worten, ich lege hier erstmal eine Tonwertkorrektur drauf. Und jetzt passe ich jeweils die Schwarz- und die Weißstufe an. Und damit hole ich schon mal die ausgebrannten Bereiche wieder ein bisschen zurück. Das war der erste Schritt. Ich klippe das mal gleich hier drauf. Und jetzt wird es leider destruktiv. Es geht nicht anders. Um später die Arbeitsschritte zurückverfolgen zu können, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich mache mal so einen Screenshot. Sichtbare zusammenlegen. Es macht also eine Fotoaufnahme von den Ebenen bisher, denn jetzt wird es destruktiv, leider. Also es gibt hier einen Filter, sensationell, nur leider eben nicht als Live-Filter, sondern als destruktiven Filter, Dunst entfernen. Und schon beginnt die Magie. Also ich sage es mal, er hat ja irgendwelche Einstellungen, die ich beim letzten Mal genommen habe, genommen. Ich erkläre mal die Werte hier. Und zwar, also das lasse ich mal auf die Hälfte, habe ich festgestellt, geht am besten. Distanz. Also im Bild befindet sich Dunst. Das erkennt dieser Filter. Und jetzt kann ich die Distanz einstellen, wo der Dunst verschwinden soll. Also das ist schon mal ein wesentliches Hilfsmittel. Das heißt, ich könnte eigentlich, theoretisch, je nachdem wie die Aufnahme ist, nur mit diesem Filter arbeiten. Aber wenn ich das jetzt mache, verschwindet der Dunst natürlich überall. Also ab hier verändert sich gar nicht mehr viel. Ich lasse es jetzt mal so. Und jetzt versteht man, was ich meine. Man holt jede Menge wieder raus. Nicht schlecht, aber der Dunst ist weg. Den muss ich jetzt wieder zurückholen. Der Dunst geht ja immer vom Tal aus, ist also unten kräftiger als oben. Und das in jedem Tal. Also habe ich mir überlegt, werde ich wie folgt vorgehen. Ich werde eine neue Ebene anlegen für jedes einzelne Tal. Dazu muss ich natürlich hier wieder zurück, denn jetzt will ich das Ganze hier auswählen, damit ich hier eine gute Kante hinbekomme. Das mache ich mit dem Schnellauswahlpinsel und wähle mir einfach diesen Vordergrund, auf dem ich das nicht haben will, mal schnell aus. Ich mache das für das Video nur schnell, ihr versteht, was ich meine. Man müsste es dann ein bisschen ordentlicher machen. Da, wo so eine Kanten wie Bäume sind, sollte man die vielleicht auch noch ein bisschen verfeinern, indem man jetzt mit dem Auswahlpinsel hier darüber geht und die Kanten korrigiert. Das ist jetzt hier gerade nicht so berühmt geworden, aber ihr seht, ich habe es auch in anderen Tutorials gemacht, wie es funktioniert. Wenn man diese Auswahl gemacht hat, dann heißt es, dieser Bereich ist ausgewählt, alles was ich mache, wirkt sich nur in diesem Bereich aus. Man sieht, die Auswahl ist hier schlecht, müsste man jetzt ein bisschen genauer machen. Ich will es aber genau umgekehrt. Ich will ja diesen Bereich hier bearbeiten, mit anderen Worten, ich kehre die Auswahl um, gehe jetzt auf diese Ebene, die ich mir gerade geschaffen habe und erstelle dort eine Maske. Jetzt habe ich eine Maske, die genau diese Auswahl umfasst, kann also diese Auswahl wieder abwählen, nehme mir jetzt einen Pinsel, gehe jetzt auf die Pinselpalette, nehme einen ganz normalen Pinsel und brauche für Dunst die Farbe Weiß. So, und jetzt passe ich mir den Pinsel mal an, also der muss natürlich ordentlich groß sein. Gehe mit der Härte auf 0. Die muss schön weich sein. Und eigentlich brauche ich auch noch größer.
Jetzt fehlt gerade die Pinselvorschau. Warum? Ich habe nicht die Ebene angewählt. Jetzt sieht man die Pinselvorschau und sieht, dass auch der Effekt zu stark ist. Also gehe ich noch mit der Deckkraft runter. Mache ich mal erstmal auf 50% und kann das nachher allerdings korrigieren über die Ebenendeckkraft. Also, dann fange ich mal an, gehe hier, wo ich meine, wie es passen könnte, klicke einmal an, gehe hier rüber, drücke die Shift-Taste und klicke ein zweites Mal an und gehe jetzt mit der Ebenendeckkraft so weit runter, bis ich der Meinung bin, es passt und sieht nach Dunst aus. Das wäre im ersten Teil sicherlich noch nicht so sehr der Effekt, also nehme ich den Effekt mal nicht zu stark. Das wäre das erste Tal. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem zweiten Tal. Also muss ich wieder hier die Ebene anklicken, nehme wieder das Auswahlwerkzeug und gehe jetzt den nächsten Hügelkamm entlang. Das mache ich jetzt auch nur mal schnell. Auch alles unten, das brauche ich nicht. Und gehe hier lang. Also eigentlich würde man jetzt auch auf Verfeinern gehen. Ich mache auch das nur für das Tutorial jetzt schnell und unsauber. Die Auswahl wäre aber jetzt wichtig, damit es gut aussieht. Ich kehre die Auswahl wieder um, gehe jetzt nach oben, erstelle wieder eine neue Ebene, nämlich das nächste Tal, lege darauf wieder eine Maske an, dann habe ich wieder eine Auswahl von diesem Bereich, brauche die Auswahl nicht mehr und kann jetzt so wie eben mit dem Pinsel wieder, muss natürlich anwählen, wieder mir das Tal mit dem Dunst malen. Also wieder einmal anklicken, wieder einmal rüber mit der Shift-Taste, quer und wieder mit der Deckkraft runtergehen, bis man meint, dass es realistisch aussieht. Und so gehe ich jetzt Tal für Tal vor. Das Ganze zeige ich jetzt mal ein bisschen schneller. Es wiederholt sich ja im Prinzip nur. Das war es auch schon. Jetzt zeige ich mal die einzelnen Arbeitsschritte. Und zwar war das ja der Anfang. Ein total graues, blasses Bild. Tonwertkorrektur hat schon einiges rausgebracht. Dann dieser Filter Dunst entfernen holt im Prinzip die Farben zurück. Und nun habe ich Ebene für Ebene etwas Dunst in die Täler gebracht. Das war eine kleine Idee, wie man einen Staffelhintergrund mit dunstigen Bergen und Tälern erstellen kann. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack. Dieses und andere Tutorials könnt ihr euch auch auf affinitytutorials.de anschauen.